улюблений голос Папа Римського і Іоанна Павла II і Бенедикт XVI, тобто і попереднього, і сьогоднішнього. Im Rahmen des internationalen Festivals für junge Opernsänger in Venedig kamen auch Welttenors. So nahm Placido Domingo an dem Festivalabschluss teil. Wir haben es in Zerreffalt eröffnet. Ich bin bei diesem Festival als Gast aufgetreten, weil ich damals schon eine reife Sängerin war. In Italien habe ich Orazio Walter Coclite kennengelernt. Das ist ein begabter Schauspieler, der auch eine hervorragende Stimme besitzt. Sein Schaffen ist vom Papst sehr beliebt. Obwohl er kein Sänger ist, haben wir jedoch einen sehr schönen Duettsong, Parole, aufgenommen.